Servus Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach zu Hause einen gekochten Schinken selber machen kann. Was genau wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt gleich. Wir haben hier unser vakuumiertes Schweinefleisch. Wichtig zum Würzen und auch für die Farbe unseres Schinkens ist hier Nitritpökelsalz. Das bekommt ihr auf Amazon oder beim Metzger. Pfeffer, Paprikapulver und Bratengewürz. So, im ersten Schritt schneiden wir hier unsere Vakuumfolie auf und holen das Fleisch raus und waschen es ein kleines bisschen mit Wasser ab. Danach lege ich es hier auf das Zewa drauf zum Abtrocknen. Mit Küchenrolle entfernen wir das überschüssige Wasser. Und was wir jetzt auch gleich noch machen werden, sind hier diese kleinen Sehnen, können wir schon mal entfernen. Ich habe jetzt übrigens hier eine Schweineoberschale gekauft. Da dürfte generell nicht allzu viel Fett oder Sehnen dran sein. Ihr könnt das Ganze aber auch mit anderen Stücken aus der Keule vom Schwein machen. Ich wollte jetzt hier bloß eine relativ fettarme Variante herstellen. Wie ihr seht, hier auf der Vorderseite ist überhaupt nichts, auf der Rückseite jetzt auch nicht mehr. Und jetzt können wir schon die Lake herstellen. Für die Lake nehmen wir jetzt 1 Liter kaltes Wasser. In unser Wasser geben wir jetzt 120 Gramm von unserem Nitritpökelsalz. Außerdem frisch gemahlenen Pfeffer. Etwas Paprikapulver. Und unser Bratengewürz. Da kommen wir insgesamt auf 20 Gramm Gewürze. Im nächsten Schritt verteilen wir hier unsere Gewürze in der Lake und lösen unser Salz auf. Ich habe mir hier so eine Injektionsspritze für Fleisch gekauft, um die Lake in das Fleisch zu bekommen. Das mache ich so ungefähr in dem Abstand von 2 cm. Im nächsten Schritt habe ich jetzt hier schon eine Vakuumfolie vorbereitet. Da kommt das Fleisch jetzt rein. Und wir geben zusätzlich noch ein bisschen von der übrigen Lake, die wir haben, mit rein. Das Ganze vakuumieren wir jetzt und schauen, dass die Flüssigkeit drin bleibt. Unsere Folie ist luftdicht verschlossen und jetzt können wir schon das Sous-Vide-Gerät vorbereiten. Das Sous-Vide-Gerät habe ich jetzt auf 65 Grad gestellt und da bleibt der Schinken jetzt 4 Stunden drin. Deckel drauf und jetzt können wir erstmal chillen. Freunde, ich hoffe, ihr habt den Sonnenuntergang genossen. Jetzt schauen wir mal, was der Schinken macht. Und zwar sind jetzt genau 4 Stunden rum und jetzt packen wir das ganze Teil mal aus. Nehmen den Schinken raus. Riecht schon mal richtig geil. Ich tupfe den jetzt hier einmal trocken. Und dann müssen wir das Ganze noch mal einen Tag abkühlen lassen. So Leute, für euch sind zwar bloß ein paar Sekunden vorbeigegangen, aber für mich war es ein ganzer Tag. Und jetzt schauen wir mal, was der Schinken so macht. So, ich würde sagen, wir schneiden das Ganze mal auf. Ich versuche ein paar Scheiben so dünn wie möglich zu schneiden. Auf jeden Fall zerfällt er schon in der Hand, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ich würde sagen, wir probieren den Schinken mal. Richtig schöner Fleischgeschmack, schön zart. Natürlich noch besser wäre es, wenn man das Ganze noch dünner aufschneidet. Mit einem Messer natürlich schwierig, toll wäre so eine Wurstschneidemaschine. Aber ich bin positiv überrascht, ist sehr, sehr gut eingezogen. Wenn man die Zeit hat, dann kann man auf jeden Fall nach dem Spritzen der Lake das Ganze nochmal einen Tag ruhen lassen, bevor man das Ganze ins Sous-Vide-Becken gibt. Dann zieht das ganze Gewürz und das Salz vor allem noch besser in das Fleisch ein. Jetzt werde ich es mir auf jeden Fall noch schmecken lassen und mache mir auf jeden Fall noch ein geiles Sandwich. We'll be right back.
Leute, ich denke, das lange Warten hat sich gelohnt und jetzt werde ich es mir erstmal schmecken lassen. Freut mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein und bis dann. Sehr heiß. Nehmen wir gleich schon mal hier unsere Küchenrolle zum Abtropfen. Scheiße, ist das heiß, Alter.